DC4 oder CC4 von Fellnieven, was ist die richtige Wahl? Wie dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rostner vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir die Teile da etwas sagen, DC4 und CC4 von Fellnieven, ja, dann stellst du dir vielleicht die Frage, welcher davon für was gedacht ist und was das Richtige ist. Und wenn du sagst, ich kenne das noch überhaupt nicht, dann ist es sowieso klar, dann hör ganz besonders gut zu. Diese Teile hier sind von Fellnieven auf den Markt gebracht worden zum Mobilen, zum Schleifen im Feld, Outdoor-Schleifen. Wenn man das daheim tut, dann ja, hat man wahrscheinlich andere Möglichkeiten. Aber seit ich diesen Spyderco Sharpmaker vorgestellt habe vor einiger Zeit, Link wieder da, ist es so, dass ich immer wieder jetzt mehr die Anfrage kriege im Shop auch, was soll man immer nicht will einen kaufen, so ein Schleifsteinchen hier, was soll ich nehmen? Und jetzt mag ich die Antwort geben. Beide haben standardmäßig so einen Lederhülle, ein Lederetui dabei, also das macht nicht den Unterschied. Und auch diese Keramik, diese graue Keramikseite, Körnungen und so weiter, weiß ich nicht, schau das ganz einfach an. Aber die ist gleich. Das Einzige, was sie die unterscheiden, liegt hier in diesem Bereich. Das eine, der CC4 Keramik und der DC4 Diamant Keramik 4, Größe 4. Diamant. Wofür verwendet ihr es? Sehr, sehr selten. Aber wenn, dann nur, wenn ihr ein Messer habt, das schon so, also entweder so abgeschliffen ist, dass man sagt, okay, da kann man nicht einmal irgendetwas mehr tun oder da kann man sich nicht einmal mehr schneiden. Ja, das ist eine Variante. Oder wenn irgendein Ausbruch da ist und der Schliff jetzt komplett neu gesetzt werden muss, ja, und man jetzt sagt, okay, ich muss das jetzt komplett neu setzen, ja, und wieder neu machen, das ist der Hintergrund dafür. Und jetzt stellen sich die Leute die Frage, was brauche ich? Das hängt davon ab, welches Messer du hast und wie du mit diesem Messer umgehst. Also meine ganz klare Empfehlung, und das sage ich jetzt einfach so, ist der CC4. Das kannst du anders sehen, aber trotzdem, ich sage, der CC4, und zwar das Keramikteil hier. Man setzt das Messer an und schleift es, zieht es sozusagen immer wieder ab. Und zwar ganz sanft. Die Idee dahinter ist, dass mein Messer gar nicht so stumpf wird, dass ich ein Problem kriege. Ich meine, okay, wenn ihr einen Ausbruch draußen habt, dann ist das etwas anderes. Da würde ich aber dann auch die Diamantfeile, die DF24, glaube ich, heißt die, Link findest du auch unten bei mir im Shop, verwenden, wenn ich das komplett neu alles setzen muss. Aber gut, wie auch immer, aber könnte ja sein. Aber sonst ziehe ich mir das Ganze so ab. Und damit ist mein Messer immer wieder scharf. Also nach einem Tag arbeiten am Abend, am Lagerfeuer oder daheim oder was auch immer, und die Sache ist geritzt und das Messer ist immer wieder scharf oder was auch immer du halt hast. Also meine ganz klare Empfehlung, ja, okay, ist das hier. Ja, das hier und immer wieder nacharbeiten. Wenn du sagst, ich bin ein fauler Hund und ich will das nicht immer tun, ja, dann arbeitest du mit deinem Messer ein Jahr oder zwei Jahre oder einen Monat oder eine Woche oder ich weiß nicht, wie viel du schlitzt und was du wirklich damit tust. Ja, und jetzt hör dir das einmal an. Boah. Ist auch viel lauter. Ich hoffe, das nimmt einfach mehr Material runter. Das geht natürlich auch. Und ja, jetzt ist es so, dass bei den meisten, boah, das muss ich dann nachher noch einmal schön machen, boah, aber bei den meisten Survival-Messer oder anderen Teilen, wo auf den Scheiden oft so Diamantscheibe drauf ist, ist auch ein Diamant und keine Keramik. Vielleicht liegt das einfach daran, dass natürlich die Keramik, wenn die runterfällt, das Teil hier, mir ist das schon einmal runtergefallen, das bricht da in zwei, also auf einen harten Untergrund, das bricht da in der Mitte auseinander. Bei dem hier das Diamant nicht. Keramik hinten schon. Habe ich auch schon bei einem Teilnehmer gesehen, der das dann da hinten zusammenpickt. Aber die Diamant, den kriegt man nicht so schnell kaputt, logischerweise. Ja? Also mit dem Diamantbesatz, so muss man das sagen. Und daher vermute ich jetzt mal, dass das ein Grund dafür ist, dass bei den Survival-Messern immer dieser Diamant drauf ist. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich das Messer wirklich komplett abgearbeitet habe, dann geht das natürlich mit dem schneller, ihm wieder einen Schliff zu geben. Der wird dann zwar nie so fein und nie so schön, oder ja, wird er nicht, wie bei so einem Teilchen hier, aber es geht natürlich dafür. Also bei einem absoluten nur Survival-Messer ist das natürlich eine andere Geschichte. Ausmaus, das war's. Was sagst du dazu? Ich meine, kennst du den Fellnieven DC4 und CC4? Also ich muss da sagen, das sind geniale Tools. Ich liebe die. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Also mir checken. Super Sache auf jeden Fall, die Teile. Schreib mal, wie du das siehst. Das wäre sehr, sehr fein.
Wie gesagt, ich bin kein Schleifmeister, das würde ich nicht von mir behaupten. Ich bin auch kein Messer, absoluter Messer. Ich bin ein Messeranwender, weiß, was mir gefällt und was bei mir funktioniert und was nicht funktioniert. Daher mag ich dir um deine Meinung fragen. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos. Link zu den Produkten. Dein Rainer Rossmann, bis bald. Ciao.